Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir haben ja heute Samstag und ich habe ja gesagt, normalerweise gibt es ja die Spiegellegung Freitag, aber dadurch, dass mir ein Fehler passiert ist, soll es halt wahrscheinlich jetzt Samstag sein, ne? Das, ja, weil Freitag, das wäre dann zu viel gewesen, ne, mit den ganzen privaten Legungen noch und das alles und genau. So, und da wollen wir jetzt mal schauen auf dich und dein Gegenüber. Was ist generell bei euch gerade los, ne, damit du siehst, okay, ja, das ist vielleicht gerade meine Situation. Und dann schauen wir auf seine Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte in deine Richtung und auf deine Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte in seine Richtung. Und dann siehst du ja, ob es dein Orakel ist, ne? Da würde ich mich natürlich freuen, wenn du damit in Resonanz gehst. Bedenk aber bitte, es ist ein Kollektivorakel, also ein Allgemeinorakel, kann ich vielleicht alles hundertprozentig zutreffen, aber vielleicht hilft dir das Orakel hier, dich in deiner Situation wiederzufinden. Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, kannst du aber auch so eine Spiegellegung bei mir direkt buchen, ne? Und ja, also da kannst du dann auch noch mal auf dich und dein Gegenüber hier schauen. So, wir fangen an mit dem Wünsche-Orakel und da fragen wir mal, was ist gerade bei dir und deinem Gegenüber los? Es geht gerade darum, einfach mal die Gefühle wertzuschätzen, die man hat. Ja, also es kann jetzt bei dir sein oder bei deinem Gegenüber. Es geht hier auch um Fische, ne, um das Sternzeichen Fische. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Es geht, wie gesagt, darum, dass man, ja, dass jeder jetzt mal seine Gefühle wertschätzen tut und vielleicht, dass er auch deine Gefühle wertschätzt, du seine Gefühle wertschätzt. Ja, dann geht es hier um Gleichgewicht in eurer Verbindung und es geht um den Erfolg. Okay. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist und der Erfolg, ich weiß, das zu lieben, das höchste aller Ziele ist. Ja, es geht jetzt wirklich bei euch gerade darum, dass man die Verbindung jetzt mal mit dem Gegenüber wertschätzt, dass man die Gefühle einfach mal wertschätzen tut, dass man jetzt einfach mal im Gleichgewicht ist hier mit den Energien und mit seinen Gefühlen und dass man auch mal hier was erfolgreich macht, ne? In dieser Verbindung. Und wir schauen jetzt mal noch mit dem Tarot drauf. Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Wie sieht es aktuell bei euch aus? Oh, da habe ich die 9 der Stäbe. Ja, also man ist hier schon misstrauisch gegenüber, ne? Ja, man ist misstrauisch hier, was ich sehe. Ja, du bist hier gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt, ne? Also du hast hier gerade keine Sicherheit so richtig drinne, wie ich das hier gerade so wahrnehme. Also du bist sehr, sehr misstrauisch ihm gegenüber, ne? Und meine lieben Männer, guckt bitte, auf welcher Seite ihr euch wiederfindet, ob auf der männlichen oder weiblichen Seite. Manchmal können die Rollen aber eh auch vertauscht sein. Ja, vielleicht ist es hier schon ein älteres oder vergangenes Thema mit diesen Menschen, was ich hier sehe. Ne, vielleicht war hier auch sehr, sehr viel Schmerz, sehr viel Mangel mit drinne in dieser Angelegenheit. Vielleicht war in der Vergangenheit irgendwie auch ein Thema bei euch gewesen. Und ja, es hat einen hier etwas niedergestreckt. Ne? Also irgendwie ist hier ein Ende oder hat einen etwas niedergestreckt. Und es geht vielleicht auch darum, hier jetzt eine Zusammenkunft, vielleicht ist es auch eine Dreierkonstellation zwischen dir und deinem Gegenüber. Und es geht jetzt darum, dass man einfach mal versucht, hier was zu unternehmen, dass man jetzt einfach auch mal die Dinge in die Hand nimmt, etwas macht und dass man hier einfach in die Gefühle kommt, ne? Oder dass die Person vielleicht auch mal was in deine Richtung machen soll. Also ich habe hier so eine Sache vor mir liegen gerade, dass hier, dass man sehr, sehr misstrauisch gegenüber ist, weil hier etwas noch nicht so richtig in der Sicherheit ist. Etwas, entweder ist hier dauert schon etwas sehr, sehr lange an oder ihr habt vielleicht auch eine gemeinsame Vergangenheit gehabt und da hat es einen niedergestreckt, ne? Also ja, das war schon keine schöne Energie. Hier scheint viel passiert zu sein. Vielleicht befindet ihr euch jetzt in einer Dreierkonstellation oder es geht um eine Zusammenkunft und dass man hier jetzt endlich mal etwas macht, damit hier die Gefühle wieder ins Fließen kommen. So, und da schauen wir jetzt erstmal rein. Was für Gedanken hat er in deine Richtung? Nehmen wir schon mal die. Oh, okay, da ist schon mal der Fuchs. Ich möchte mal wissen, was der Fuchs hier will. Okay. So. Dann schauen wir jetzt mal rein. Oh,
Also entweder macht er sich gerade Gedanken hier über eine Trennung oder vielleicht war hier auch ein Cut oder es geht vielleicht auch darum, dass etwas ganz Plötzliches kommen soll. Ja, und ich sehe hier, es geht jetzt darum, sich von Ängsten abzutrennen bezüglich entweder einer anderen Person, die bei dir noch existiert oder bezüglich der Ängste abzutrennen, die hier vielleicht auch noch bei ihm sind. Vielleicht hat er Angst, sich hier von jemandem zu trennen. Na, weil entweder Kinder involviert sind hier in der ganzen Angelegenheit oder es geht generell auch darum, dass man sich jetzt von diesen inneren Themen trennt, damit endlich mal hier eine Kommunikation stattfindet. Ja, also falls dieses Gegenüber keine andere Person hat oder du keine andere Person hast, dann geht es darum, dass man sich von diesen ganzen komplizierten Themen trennt, ja, über die man hier gerade nachdenkt. Ne? Und falls hier noch jemand anders hat, dann hat man vielleicht auch Angst, sich hier von einer Person zu trennen, um da mal einen Neuanfang zu machen. Na? Vielleicht ist man aber auch noch sehr, sehr verletzt innerlich, hat verletzte Emotionen. Na, das kann auch sein. Und ja, hier passiert gerade eine Neuausrichtung. Vielleicht denkt er gerade über oder ganz schlau hier nach, wie man mit einer friedlichen, liebevollen Kommunikation in deine Richtung kommen kann. Also entweder ist es das oder vielleicht waren ja auch Enttäuschungen mit dem Fuchs gewesen und man versucht sich jetzt neu auf etwas auszurichten. Man würde vielleicht auch hier noch mal gerne hier drüber reden. Vielleicht hat aber auch eine Kommunikation enttäuscht. Ne, kann auch sein, dass es hier um sexuelle Themen ging, um Leidenschaft, leidenschaftliche Liebe, um eine Zusammenkunft. Also irgendwas hat er entweder enttäuscht oder dass er halt wirklich hier gerade überlegt, ja, wie kann ich hier am schlauesten gerade so in ihre Richtung kommen mit einer Kommunikation, dass sie sich vielleicht auch nicht angegriffen fühlt, ne, dass sie hier gerade, dass es einfach friedlich ist, ne? Und er denkt natürlich auch über die Liebe nach. So. Was für Gedanken hast du in die Richtung deines Gegenübers gerade? Auch du schaust dir hier noch etwas an, was mit einer Trennung oder einem Cut zu tun hat. Na? Und du willst halt Klarheit. Vielleicht wünschst du dir aber auch, dich zu trennen von etwas, vielleicht von einer Situation. Ne? Es kann auch sein, dass du hier darüber Klarheit bekommen möchtest, warum ist diese Sache immer wieder so blockiert, warum blockiert das so? Ne, vielleicht willst du dich ja auch irgendwie abtrennen von dieser Person. Ich möchte mal wissen, auf die Sense eine Karte. Ja, kann sein, dass du, dass es hier um eine Trennung geht, ne, um eine Verbindung. Ja, auch du hast hier gewisse Unruhe in der Liebe, ne, weil es hier an deinem Herzen nagt und du würdest dir schon gerne einen Neuanfang in die Richtung von ihm wünschen. Das soll aber ein sicherer Neuanfang sein. Und du schaust dir hier etwas an, ob du dich von der Verbindung abtrennst oder nicht. Also auf jeden Fall, wenn du hier keine Klarheit bekommst bezüglich dieser Person, wirst du dich definitiv von der Verbindung abtrennen. Ne? Und darüber machst du dir gerade Gedanken und du willst auch Klarheit über ihn haben, warum das hier mit ihm so blockiert schon eine längere Zeit. Ja, vielleicht denkst du aber auch drüber nach, dass du ihn blockierst. Auch das kann sein, ne? Dass du ihn lieber blockierst. Ne? Das kann ja immer unterschiedliche Gründe haben hier. Ne? Kann ja auch sein, dass er hier schlau drüber nachdenkt, wie man mit einer leidenschaftlichen Kommunikation in deine Richtung kommt, ohne dass du dich angegriffen fühlst. Ja, auch das kann das sein. Aber hier sehe ich, man wird sich von einer Verbindung, also du machst dir gerade Gedanken, dich von der Verbindung zu trennen, wenn sich hier auf jeden Fall nichts ändert. Ja, weil es schlägt, die Sense schlägt immer wieder in deine Träume, in deine Wunscherfüllung rein. Na? Und dass du halt keine Klarheit kommst. Oder hast. Vielleicht kommt ja auch eine plötzliche Klarheit bei dir rein und du blockierst ihn dann einfach. Das kann natürlich auch sein. So, und wenn es jetzt darum geht, dass hier wirklich eine Dreierkonstellation ist, dann machst du dir vielleicht auch Gedanken darüber, dass er sich noch von der Verbindung trennen müsste, ne, damit das hier ein bisschen klarer bei euch aussieht, weil es hier immer wieder blockiert. Ne, auch das kann möglich sein. Schau mal in seine Gefühle rein. Was für Gefühle hat er in deine Richtung? Hier sind schon mal Ängste und Unklarheiten. So, was sind das für Ängste und Unklarheiten, die er hat? Er trägt, also in seinen Gefühlen trägt er auf jeden Fall eine Maske. Er würfelt hier noch, was er tut, ne?
Er hat hier innerlich Zweifel und die machen ihn Unruhe. Gerade wenn ihr euch vielleicht auch begegnet, wie auch immer, ob mit Kommunikation oder was auch immer. Es nagt hier irgendwie auch noch so an vergangenen Themen, was man hier sieht. Und in seinen Gefühlen ist es halt so, er hat irgendwie Angst. Es sind auf jeden Fall Unklarheiten da hier, ne? Wo er wirklich eine Maske trägt, wo er nicht so richtig weiß, auf was er sich hier gefühlsmäßig ausrichten soll. Die Gefühle sind vielleicht auch gerade so ein bisschen vernebelt bei dieser Person, ja. Er fühlt sich hier schon verbunden mit dir, aber er versucht auch hier sein Gleichgewicht gerade wieder reinzubekommen, ne? Und ja, mit der Zeit schaut er hier vielleicht auch auf ein Treffen. Er würde dich vielleicht auch gerne treffen, ja. Und vielleicht ist er aber auch enttäuscht hier so gefühlsmäßig, weil er halt Unklarheiten hat. Vielleicht hast du aber auch Unklarheiten, ne? Vielleicht weiß er hier nicht so richtig, ja, auf was soll ich mich jetzt hier überhaupt ausrichten? Vielleicht hat die Person aber auch noch Angst, irgendwie enttäuscht zu werden oder ganz einfach vor einer festen Bindung. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass diese Person Angst hat noch vor einer festen Verbindung. Und ja, aber mir kommt hier rein mit der Zeit. Diese Person schaut vielleicht auch hier auf die Zeit. Ne? Also hier ist schon eine lange Zeit eine Verbundenheit da bei euch, aber auch Ängste und Unklarheiten. Und das hat wahrscheinlich wirklich hier mit der Öffentlichkeit zu tun, mit einem Treffen. Ne? Vielleicht denkt er aber auch, er macht sich irgendetwas vor, weil der Park kann auch manchmal so eine Fassade darstellen. Ne? Und mit der Maske sowieso, also da ist das sowieso klar. Ne? Okay, schauen wir mal, was hast du denn gerade für Gefühle? Da ist hier die Brücke rausgefallen und der Brunnen. Ja, also du wirst. Gefühlsmäßig wirst du auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Das steht fest. Weil ich sehe, du sehnst dich hier wirklich nach Veränderungen. Du willst das nicht mehr so, wie es bisher gelaufen ist. Hier ist etwas, entweder trennst du dich von Zusammenkünften mit ihm ab oder von Treffen. Du hast auch hier, du würdest gern darüber erzählen, was du überhaupt für Emotionen hier hast und wie sich das Ganze auch für dich anfühlt, diese ganze Sache. Und ja, du begegnest auch so mehr deinem Inneren jetzt. Ne? Du schaust dir auf deine eigene Treue auch mit drauf, dass du dir selber erstmal treu bist. Und ich sehe aber auch hier, dass du auch den Wunsch hast, ihm be zu begegnen. Also du würdest ihn auch gern sehen. Und wenn es vielleicht auch erstmal nur freundschaftlich ist, also du hältst ja auf jeden Fall in deiner Tiefe an ihm fest. Vielleicht hast du erstmal so also freundschaftliche Gefühle für ihn. Na, und hier passiert auf jeden Fall auch in deinen Gefühlen gerade eine Neuausrichtung, weil du auf jeden Fall hier noch schaust, ja, welchen Weg möchte ich jetzt gerne gehen? Na? Du bist dir hier halt gerade auch nicht so richtig sicher, wo das Ganze hier noch mit euch hinführen soll oder ob es hier überhaupt noch ja, eine Situation gibt, die dir ganz einfach Klarheit gibt, weil du möchtest ja Klarheit haben in seine Richtung. Na? Okay, die nächsten Schritte von ihm auf dich zu. Was wird passieren? Da haben wir schon mal den Hund, was eigentlich schon mal nichts Negatives anzeigt. Oh, dann haben wir die Gefühle. Ja, das hat man jetzt nicht wieder gebraucht, ne? So, was haben wir denn hier noch? Was ist runtergefallen? Okay, hier würfelt man noch. Was ist das Kreuz? Und ja. Zweifel, Kommunikation. Entweder geht es hier in den nächsten Schritten nochmal darum, diese Zweifel zu klären hier, indem man nochmal über eine andere Person sprechen tut, die bei dir noch ist oder bei ihm. Oder es geht ganz einfach um seine Ängste, um das, was ihn gerade so ein bisschen innerlich bindet. Weil er hat ja Sehnsucht nach dir. Er hat Sehnsucht nach dir und er sehnt sich auch danach, mit dir über eine Person zu reden, die bei ihm oder bei dir noch ist oder generell um dieses Komplizierte, was er gerade so hat. Ne? Weil hier ist irgendeine komplizierte Sache. Ja, das kann
wegen einer anderen Person sein oder generell, weil seine Gefühle sich zu kompliziert anfühlen und und. Na? In den nächsten Schritten ist er dir trotz alledem treu und loyal. Es kann sein, dass hier Freundschaft dabei ist, dass freundschaftliche Gefühle sind oder dass man hier auch wirklich an Gefühlen festhalten tut. Man hält hier an Gefühlen fest mit dir und man wird dir auch sozusagen eine Klarheit geben. Na? Also vielleicht wird ihm aber auch in den nächsten Schritten klar, okay, entweder habe ich hier nur freundschaftliche Gefühle für sie oder ihm wird wirklich klar, dass dass hier eine gewisse Treue bei euch ist und dass er merkt, okay, ja, ich habe Gefühle für sie. Na? Aber wir haben halt hier noch das Kreuz, was für Belastung darstellt oder was auch für die Hoffnung darstellt. Ne? Aber wir haben auch hier das Labyrinth noch. Und auf das Labyrinth und das Kreuz kam halt der Neuanfang, das Kind. Ne? Entweder wird es hier noch belastend sein, diesen Neuanfang mit dir anzugehen, oder es wird belastet sein, dass man überhaupt hier neue Schritte machen tut, weil er wird dir zwar hier Klarheit geben oder sich selber etwas im Klaren werden, aber er weiß hier trotz alledem noch nicht, ob es überhaupt noch Hoffnung hat, einen Neuanfang mit dir zu machen. Ja, und das weiß er nicht, weil er hier noch im Labyrinth umherirren wird. Und die Würfel fallen auf jeden Fall noch. Also es ist hier noch nichts entschieden, was hier noch kommt, weil die Würfel hier noch fallen. Na, und ich denke mal, das kriegt man dann raus, wenn wir dann schauen, wie die Sache überhaupt in der nahen Zukunft mit euch weitergeht. So, was für nächste Schritte wirst du in seine Richtung unternehmen? Mäuse und Turm. Ja, pass auf. Du schaust natürlich in den nächsten Schritten auf Heilung oder auf Beständigkeit oder Wachstum und dafür sind deine Würfel gefallen, ne? Und innerlich, also du wirst hier vielleicht auch noch mal darüber reden, dass du Gefühle und Emotionen hast für ihn, ne? Und dass auf jeden Fall eine positive Veränderung hier geschehen muss, ja? Genau. Und vielleicht war es ja auch also vielleicht waren ja auch einige Enttäuschungen, die in der Vergangenheit bei euch waren und alles, ne? Und was ich hier sehe, ist, dass hier auf jeden Fall noch ein Verlust ist, ne? Entweder wirst du dich von etwas trennen. Das kann jetzt hier sein. Die Schlange ist hier draufgefallen mit der Sonne. Das ist eine Häutung. Das ist eine Transformation. Hier wird auf jeden Fall, du wirst in seine Richtung eine Transformation durchmachen. Entweder wirst du dich von jemandem trennen oder vielleicht passiert aber auch, vielleicht erfährst du aber auch, dass er sich von jemandem getrennt hat und dadurch eine Häutung, eine Transformation, eine Heilung geschehen kann. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass hier ja, dass du dich vielleicht auch hier noch so ein Stück weit zurückziehen tust, ne, dass hier schon noch der Mangel bei dir da ist, aber dass hier ja, dass hier ganz einfach, dass du vielleicht auch aus dem Rückzug rauskommst oder vielleicht ziehst du dich aber auch so ein Stück weit zurück, ne, und du schaust dir auf jeden Fall auf eine Transformation, auf eine Häutung, auf etwas Heilendes schaust du auf jeden Fall hier drauf und ich sehe hier, entweder hast du ein neues Kapitel, was mit der Öffentlichkeit auf dich zukommt, oder es ist ganz einfach hier so, dass du für dich ein neues Kapitel aufschlagen tust, ne? Oder dass hier wirklich etwas kommt, wo etwas mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Also entweder wirst du hier etwas sagen, wirst vielleicht auch sagen, ach komm, wollen wir uns mal treffen, oder du gehst vielleicht ihn irgendwo besuchen. Also sowas kann das auch sein, ne? Dass du das ihm vielleicht auch einfach sagen tust, dass ihr euch einfach auch mal trefft. Und das können natürlich auch geheime Treffen sein, heimliche Treffen, was ich hier sehe, ne? Weil das Buch, das ist halt auch immer sowas, was verdeckt ist. Ja, sehr interessantes Orakel. Also nochmal, meine Lieben. Nochmal seine Seite kurz aufgeklärt. Er denkt gerade über eine Neuausrichtung nach. Entweder versucht er hier zu überlegen, wie kann ich in ihre Richtung kommen, hier mit einer Kommunikation.
Ne, er macht dann eine Neuausrichtung und hier ist eine Anziehungskraft, hier ist Liebe da, darüber denkt er nach. Ne, er möchte dir vielleicht auch eine schöne Nachricht schicken. Und wie gesagt, in seinen Gefühlen sieht es gerade durcheinander aus, vernebelt und klar, ne, weil er nicht weiß, mache ich mir was vor oder was soll ich hier überhaupt fühlen oder denken. Hier ist eine tiefe Verbundenheit bei euch mit dem Anker und der Halt. Und er schaut hier auch noch auf ein Treffen mit dir. Ne? Also er würde sich schon gerne mit dir treffen wollen. Ja, in den nächsten Schritten sehe ich, entweder hat er freundschaftliche Gefühle für dich oder er hält hier generell an Gefühlen mit dir fest und wird sich vielleicht auch über einiges klar werden. Hier hat er vielleicht den Glauben, dass ein Neuanfang kommen könnte, aber auf der anderen Seite ist er sich nicht ganz sicher, dass ein Neuanfang kommen könnte, weil halt das Labyrinth hier da ist, ne? Und das Labyrinth ist immer so, man bewegt sich auf Irrwegen, man weiß nicht, was man will, aber auch da will er in den nächsten Schritten hier noch eine Entscheidung treffen. Ja, das ist jetzt seine Seite nochmal, ne? Bei deiner ist klar, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und wir schauen jetzt mit dem Lennemore hier drauf, wie die nahe Zukunft mit euch ausgeht. Wo geht es in der nahen Zukunft mit euch hin? Ja, er schaut definitiv auf einen Neuanfang mit dir. Guck mal. Was ist denn der Mond? Okay. Ja, also da muss ich sagen, da kommt was Gutes auf dich zu, ne? Auch wenn es jetzt noch so ein bisschen unklar aussah. Hier werden Entscheidungen für die Liebe getroffen. Ja, es sind noch Unklarheiten, über die man aber reden wird. Ab und zu kann es auch mal sein, dass es hier an der Kommunikation nagt, gerade was Gefühle betrifft. Aber man hält hier schon an einem Wachstum mit dir fest, ne? Und was ich hier sehe, ist, hier kommt ein Treffen oder hier kommt generell wieder mehr Harmonie in die Gefühle rein. Die Emotionen werden wieder sicherer gemacht und er schaut auch auf einen Neuanfang, auf Wachstum in deine Richtung. Und ich würde ganz einfach sagen, in der nahen Zukunft wird es hier einen Neuanfang mit euch beiden geben. Es werden hier kleine Schritte wieder folgen, ne? Das kann jetzt in Form von Treffen sein, aber diese Angst, die er immer noch hier bei sich hat, die wird auf jeden Fall noch mit vorhanden sein. Aber man wird hier eine Lösung versuchen zu finden, eine Lösung, damit überhaupt hier mehr Sicherheit reinkommen kann. Na, gerade, ja, gerade was auch so seine Ängste betrifft. Na? So, mein Lieben, und jetzt schauen wir mal auf die Zeitkarten, was die uns noch sagen. Okay, die ganzen Zeitkarten wollten raus und wir haben wieder den Tag. Ein Tag, eine Woche. Es geht fast zu schnell, ne? Also das ist auch nochmal ein Indiz, die kommt in letzter Zeit sehr, sehr oft. Dann haben wir hier einen Dienstag, die Zahl Nummer 3. Werde kreativ und setze Zeichen. Dann haben wir hier die Nummer 7. Die Umstände bestimmen. Das Rad des Schicksals, würde ich jetzt einfach mal so mit sagen. 7 Tage, 7 Wochen. Und dann haben wir dann auch noch hier die Nummer 9 und hier ist auch nochmal mit der Mond abgebildet, ne? Also hier ist auch nochmal mit der Mond. Es geht um Ängste, ne? Die Umstände bestimmen. Da würde ich jetzt mal sagen, es hat mit den Ängsten noch hier eine Weile zu tun und irgendwas geht zu Ende, ne? 9 Tage, 9 Wochen und da kommt mir jetzt wirklich rein, diese Ängste, dieser Verlust, der wird auf jeden Fall hier rausgehen, ne? Weil sich ja hier schon der Neuanfang zeigen wird. Ja, ach so, und den Sonder habe ich wohl vergessen, habe ich fast übersehen. Also 1,1, die Nummer 11 könnte auch relevant sein, die Nummer 3, 7 oder 9. An einem Sonntag sollst du nach innen gehen und eine Vision entwickeln. Ne? Vielleicht kannst du dir auch jetzt hier am Sonntag einfach mal Gedanken machen. Ja, wo willst du denn mit diesen Menschen hin? Was wünschst du dir denn überhaupt? Wünschst du dir überhaupt noch irgendwas mit diesen Menschen? Na, und genau. Ja, ich würde mich natürlich auch über liebe Kommentare über euch freuen oder ne, bei euch freuen, wie eure Situation gerade so aussieht, ob du damit mit der Legung in Resonanz gegangen wirst, bist. Ich freue mich natürlich auch über Likes, ne? Ganz klar, so unterstützt du das auch, dass vielleicht auch andere Menschen das hier sehen können. Und jetzt gibt es noch eine Energie aus dem Soul Master Orakel von Maxim Mangewitsch, das sind zwei gefallen.
Die Nummer 22 könnte wichtig sein. Inspiration bringt dich zum Träumen. Motivation bringt dich zum Handeln. Doch erst deine Disziplin bringt dich zum Jubeln. Also bleib mit einer gewissen Disziplin dran und geh wirklich nach innen und entwickle deine Vision, deine Träume, wo du vielleicht auch mit diesen Menschen hin möchtest. Und die Nummer 30 haben wir. Jeder Mensch bekommt früher oder später Probleme. Sie sind eine günstige Gelegenheit zu zeigen, was du im Leben gelernt hast. Ja. Also es könnten noch die ein oder anderen Probleme auf jeden Fall hier auftauchen. Ne? Also keine Verbindung, keine Beziehung ist Kirschenlecken oder Kirschenessen. Und es ist nun mal so. Ne? Also es können immer mal irgendwelche Umstände und Probleme auftauchen. Aber ich sage immer so, wenn man zusammenhält, ne, wenn man hier wirklich an der Sache arbeitet, dann wird das auf jeden Fall. Und ja, wenn beide auch den Neuanfang haben wollen, ne, dann wird es auf jeden Fall werden. Ja, auch wenn die Umstände manchmal sehr, ja, nicht gerade so toll aussehen. Gell? Aber man sollte sich, wie gesagt, nie in eine Warteposition längerfristig geben. Ja, also wenn du hier wirklich schon ein halbes Jahr wartest, dann lass es einfach sein. Ja, weil es bringt da nichts. Wenn dieser Mensch nicht bereit ist, in deine Richtung zu kommen, dann ja, solltest du weiter für dich leben, dir selber treu bleiben und auch an dich denken. Gell? Meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende, einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir hier. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen mit dem Wochenorakel wieder. Ne? Ciao, ciao.